erstmal danke, Flo. Na, ich denke, ich war mit meiner Mannschaft heute sehr, sehr zufrieden. Ja, es war auch von der Drucksituation her sicherlich keine einfache Begegnung. Wir hatten am Samstag ein Spiel in Chemnitz, wo wir sehr, sehr fahrlässig verteidigt haben, wo wir nicht aggressiv genug verteidigt haben in den entscheidenden Räumen, in den entscheidenden Situationen. Und heute, muss ich sagen, haben wir den Gegner, klar, es ist eine junge Mannschaft, ja, da muss man einfach auch mit Aggressivität und Körpersprache und Körpereinsatz dann auch dagegen halten. Das haben die Jungs sehr, sehr gut gemacht. Wir haben relativ wenig in Richtung unserem Tor zugelassen. Ja, die Bremer kamen zu kaum einer großen Torchance, kam immer so der eine oder andere Halbchance, trotzdem ist immer was gefährlich, wie es in Regensburg auch war, wo die Bremer dann zum Anschluss kommen und dann kann es auf einmal ganz schnell nochmal in der eine Richtung drehen und da hätten sie auch den Anschluss dann so 2-3 noch machen können. Also von daher waren wir klar, dass wir kein Gegentor bekommen dürfen, sondern wir müssen einfach sehr, sehr konzentriert weiter verteidigen. Das haben wir sehr, sehr gut gemacht bis zum Schluss, 90 Minuten, deswegen war ich mit der Defensivarbeit und auch der Struktur in unserem Spiel defensiv, auch mit der Leidenschaft, wie wir den Gegner bearbeitet haben, sehr, sehr zufrieden. Die Offensive, zu Beginn war es ein bisschen schwieriger, ja, weil die Bremer natürlich auch eine ordentliche Staffelung haben, eine schwierig zu bearbeitende Kette da hinten drin haben, die eben wieder auch wieder gut durchschiebt und da war es eben schwer dahinter zu kommen. Wir haben es dann eben mit den Bällen probiert, sind immer wieder mal in die Nähe gekommen, aber nicht so richtig zum Abschluss. Kam dann zu Standardsituationen und dann war auch klar, dass wir eine Möglichkeit durch Standards kriegen werden und die vielleicht auch nutzen müssen. Und das war heute jetzt mal auch der Fall, dass wir den Dosenöffner mit einer Standardsituation hatten. Und in der zweiten Halbzeit, glaube ich, haben wir sehr, sehr viele Aktionen gehabt, wo wir hinter die Kette kamen, dann vielleicht der letzte Pass, der letzte Abschluss gefehlt hat, aber verdientermaßen dann doch das 2-0 gefallen ist. Deswegen sowohl defensiv als auch offensiv haben wir eine ordentliche Leistung abgerufen. Ja, wir haben den Druck standgehalten. Wir haben jetzt diese 42 Punkte, wir haben diese 40 Punkte mal überschritten, jetzt 42 erreicht. Das heißt, wir müssen noch weitermachen, wir wollen auch weitermachen. Wir wollen einfach als Fußballspieler jedes Spiel gewinnen. Und deswegen werden wir am Samstag nach der Regenerationsphase jetzt angreifen und versuchen, gegen Regensburg eben unsere Leistung wieder abzurufen. Flo, wünsche ich sehr, sehr viel Erfolg die nächsten Wochen. Ich hoffe auch, dass wir uns wiedersehen. Bin mir auch sicher, dass er die Mannschaft wieder aufrichten kann. Die Qualität ist da, aber es ist ja bei jungen Spielern dann immer wieder so, dass natürlich auch der Kopf mit ins Spiel kommt. Und wünsche auf jeden Fall auf seinem Weg sehr, sehr viel Erfolg und wir werden uns am Samstag dann wiedersehen hier in der Arena und freuen uns auf das nächste Heimspiel. Danke.